Im Jänner 2015 wurde in St. Veit an der Glan ein E-Car-Sharing-System mit einem Elektroauto gestartet. Nun wurde die Presse eingeladen, bei der Erweiterung der Elektromobilität mit dabei zu sein. Bürgermeister Gerhard Mock ist von der Auslastung der 3 Elektroautos überzeugt. Wir haben also vor 16 Monaten begonnen, einmal mit einem Auto, um das Carsharing einmal auszuprobieren, und sind mittlerweile draufgekommen, dass wir doch in diese 16 Monate jetzt 12.000 Kilometer gefahren sind. Also das Auto wird angenommen. Und man hat natürlich auch gelernt, dass man mit einem oder zwei Autos wahrscheinlich wenig Carsharing betreiben kann. Weil die Menschen, die Mitglied beim Carsharing sind, die wollen ja das Auto dann nutzen, wenn sie es brauchen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir ein zweites zu kaufen und die Region Kärnten-Mitte ein drittes. Und so wird es mit 3 Autos jetzt einmal angeboten. In einem der Parkhäuser steht, also wir haben 3 Parkhäuser, in jedem Parkhaus ist eine E-Tankstelle, dort stehen die Autos. Und der Konsument oder der Kunde von Carsharing kann sich das aussuchen, welches Auto frei ist. Er hat einen eigenen App oder kommt im Internet, kann das buchen und reservieren. Und er zahlt also seine 30 Cent pro Kilometer und fährt damit und stellt das Auto wieder zurück. Und das wird sehr gut angenommen und das gefällt uns. Für die Region Kärnten-Mitte ist dies ein weiterer logischer Schritt, um Elektromobilität im Zusammenhang mit einem Aufenthalt in der Region anzubieten. Wir haben jetzt 32 Mitgliedsgemeinden. In St. Veit wird die E-Mobilität ja schon sehr stark gelebt. Und wir wollen jetzt diesen Gedanken von Carsharing breit in die Gemeinden bringen. Und ich glaube, das passt ganz gut mit einem eigenen Auto, das man dann zur Verfügung stellen kann, wo man Firmenpartner, aber auch Gemeinden bittet, dass sie eben so ein Auto mal ausbauen, 2-3 Tage übers Wochenende, damit einfach die ersten Ängste genommen werden. Am Anfang ist oft ein bisschen Behagen mit dabei, wie funktioniert das, wie läuft das, und das ist eigentlich der Beitrag auch der Region, Carsharing in die Gemeinden der Region zu bringen. Neben den Elektroautos gibt es auch Elektromopeds und Elektro-Mountainbikes. Wenn man mit seinem Mountainbike-E-Bike einmal fährt, und ich habe das richtig selber ausprobiert, ich bin von Annenheim auf die Gerlitzen gefahren mit diesem Mountainbike mit E-Motorantrieb, und ich muss gestehen, erstens, es macht irrsinnig viel Spaß und man fühlt sich als nicht so guter Mountainbiker natürlich auch als Biker. Und ist eigentlich dann oben am Gipfel sehr stolz, dass man mitgehalten hat mit den Spitzensportlern. Und das gibt dir das E-Mountainbike. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Um diese Empfehlung umzusetzen oder das innovative Carsharing zu nutzen, einfach unter sv.or.at/stadtmobil informieren.